So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Heißnecken. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön! Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Yeah! Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah! Diese Masche ist neu. Mehr davon. Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, 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 hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Hut ab, Aerith! Hättest dich mal sehen sollen! Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank! Wir müssen schnell zu Cloud. Der müsste in Corneos Zimmer sein.
Beeilt euch! Beeilt euch! Ach, schade! Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Was? Habt euch wohl rausgeschlichen? Vorsicht, ich wollte euch nicht amüsieren, was? Ich verfluche dich! Und los! Scheiße! Legt mir Blumen auf! Gute Arbeit! Ihr seid durchgefallen! Ja! Zum Angriff! Mein Echo! Das wird wehtun! Jetzt zeige ich dir, was ich drauf hab! Leg mir Blumen aufs Grab! Das war's dann! Schluckelchen! Ich komme! Hey, du Zicke! Das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bringt diesem Flittchen mal Manieren bei! Tut mir echt leid, aber deinen Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht. Ich rede ja. Ich sag alles. Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Wenn ich das sage, bin ich tot! Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger! Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff?
die Platte macht hui! Papapapam! So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Tut mir leid, die Zeit ist um. Die Antwort ist... geheim. Hohi! Reingefallen, reingefallen! Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sind wir? Stinkt ja bestialisch. Tifa? Wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Eris mit rein. Sie wird das verstehen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ich habe sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Hm? Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Yeah.
los! Ich hab genug. Jetzt wird abgerechnet. Los geht's. Tschüss. Neuer Versuch. Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten? Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Oh, tiefer! Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dorthin. Alles klar. Das war's! Das war's dann. Das nächste Mal werde ich es besser machen. Ja, ich auch.
intensiver Geruch hier. Oh, kein Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Mein Einsatz. Genug! Es ist vollbracht! Gleich erledigt! Aber nur wenn ich dir helfe! Ja! Es ist vorbei! Alles gut! Verrecke! So darf's weitergehen. Finde ich auch! Wollen wir durch? Stockdunkel. Augen zu und durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihnen doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn der noch funktioniert. Wir haben's geschafft! Licht! Endlich wieder hell! Erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe, klar? Keine Chance! Brenne! Schön gewonnen!
verschlossen. Ach ja, der Universalschlüssel, den Jesse gemacht hat. Könnte der Schlüssel im Wasser versteckt sein? Suchen wir. Muss er sein. Super!